Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode des Einsteiger-Guides von Sekiro Shadows Die Twice. Das Hiratia-Anwesen ist komplett erkundet und wir stehen hier vor den Toren des Bosses zu diesem Gebiet. Und ich möchte jetzt hier eine explizite Warnung aussprechen. Dieser Boss, Lady Butterfly im Englischen, etwas unspektakulär übersetzt in Schmetterling im Deutschen, ist eine ganz, ganz andere Hausnummer, als es Gyobu Oniwa war. Gyobu auf seinem riesen Pferd mit seinem Mega-Speer war halt ein Hau drauf, Tank, der sehr leicht zu durchschauen war. Lady Butterfly ist das komplette Gegenteil. Sie hat echt wahnsinnig viele blitzschnelle Moves, ist absolut tödlich in allem, was sie tut, und ein wirklich bockschwerer Boss, typisch für einen optionalen From Software Boss. Ich rate euch absolut, bevor ihr jetzt hier weiter voranschreitet, schaut, wie viel Erfahrungspunkte ihr gesammelt habt und füllt euren Fortschrittsbalken auf, um einen Fertigkeitenpunkt sicher zu haben. Die beste Möglichkeit ist vorne im Innenhof, da, wo wir in der letzten Episode Juso den Trinker bezwungen haben, weil dort halt 8 Gegner auf einem Haufen stehen und ihr hier da relativ schnell und vor allen Dingen weitgehend unkompliziert und ungefährdet Erfahrungspunkte farmen könnt, um ganz sicher hier in diesen Kampf zu gehen. Also, rennt hier mal gleich ganz nach vorne sofort, um diesen Bogenschützen, der jedes Mal ums Eck biegt, sofort Platz zu machen, noch bevor er einen Pfeil zücken und anzünden kann. Und dann finden wir hier abermals Inosuke, der wieder mal verletzt ist. Das scheint irgendwie sein Schicksal zu sein. Sprechen wir mal mit ihm. Sonata, Wakasama no kono saki e iku no wa yamete oke. Osoroshiki genjutsu yo. Tane narashi ga nakereba yaburenu zo. これをわずかだがそなたに託そう。Wir bekommen Knallsamen von ihm, zwar nur einen, wie ich schon mal erwähnt habe, Knallsamen sind sehr selten im Spiel, und hat gemeint, ja, das ist ja gegen Illusionstechniken, und da drin haben wir es offenkundig mit jemandem zu tun, der Illusionstechniken beherrscht. Ist ein klitzekleiner Tipp, den euch da From Software gibt, aber ich würde dem Tipp sogar tatsächlich widersprechen. Ich erkläre euch dann später im Kampf, warum das so ist. Erst einmal schieben wir dieses Tatami beiseite, offenbaren einen Weg hinunter in den Keller und stehen hier vor einem an sich verschlossenen Tor. Man hätte hier tatsächlich schon sich hinkämpfen können an Juso, dem Trinker, vorbei und wäre dann vor verschlossener Tür gestanden, hätte man das Hirata-Anwesen falsch angegangen in dem Weg von A nach B nach C. Wir müssen nämlich zuvor tatsächlich mit dem sterbenden Uhu gesprochen haben, der uns den Schlüssel gegeben hat für dieses Tor. Und nur dann können wir diesen Bosskampf angehen. Und das ist das Areal. Ich habe ja schon am Ende der letzten Episode erwähnt, es ist einer meiner Lieblings-Bosskämpfe im Spiel. Nicht zuletzt auch, weil dieses Areal ziemlich cool ist. Es ist halt echt, yeah, sieht schick aus. Okay, schauen wir mal an, was uns hier erwartet. Da vorne steht Kuro, der kleine Lord, der sich mal wieder hat entführen lassen. ミコ様、現実か？久しいな、フクロウのせがれよ。お蝶殿、言ってください。そなたは、なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。
Schmetterling mag eine rüstige Rentnerin sein, aber lasst euch von ihrem Anblick nicht täuschen. Und deswegen bekommen wir von From Software hier auch einen weiteren Tipp: Vitalität und Haltung. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweich-Konterangriff ideal. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Heißt übersetzt, je mehr ihr dem Boss in Sachen Vitalität schadet, desto schneller nimmt auch die Haltung bei ihm zu. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, bei einem Boss wie dem Schmetterling, eine gesunde Balance finden zwischen Haltungsschaden und Vitalitätsschaden. Und der Ausweichschritt, den wir ja schon seit Anbeginn des Spiels kennen, ist hier beim Schmetterling besonders effektiv, weil sie Fußtritt-Kombos hat, die wirklich sehr brachial sind, wenn sie treffen, die sich aber leicht umkreisen lassen. Und das ist insbesondere am Anfang des Kampfes für euch elementar wichtig zu wissen. Gut, starten wir den Kampf und schauen sie uns mal an. Diese Dolche, die sie in der Hand hat, die kann sie auch werfen, wie ihr gerade seht. Ihr könnt sie tatsächlich aber auch durch euer Schild parieren. Seht ihr? Kein Problem. Und keine Chance für sie, da durchzudringen. Das ist eine nicht blockbare Attacke, über die ihr nur drüber springen könnt. Und jetzt geht es um Kreisen los. So, jetzt habe ich euch mal tatsächlich durch meinen unfreiwilligen Tod gezeigt, was sie so alles drauf hat. Denn nicht nur ihre unblockbare Attacke auf dem Boden, die sie durch einen Schwung ankündigt, sondern auch, sie hat hier überall im Raum unsichtbare Seile gespannt, auf die sie sich stellen kann. Deswegen solltet ihr unbedingt den geladenen Wurfstern auswählen. Und so wie sie in der Luft schwebt, könnt ihr sie von da oben runterschießen. So, tatsächlich immer umkreisen. Schaut, was sie macht. Genau. Und dann wieder hin, umkreisen. Wieder Abstand suchen, um ein bisschen, ja, Ruhe zu bekommen in den Kampf. Wieder an sie ran. Wenn sie wirft, dann Deckung hoch. Über diese Schwungattacke einfach drüber springen. Sie ist natürlich tatsächlich blitzschnell in allem, was sie tut. Deswegen lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen und bringt, so wie es möglich ist, immer ein bisschen Ruhe in den Kampf. Wenn ihr sie ein bisschen getroffen habt, nehmt Abstand, schaut, was sie tut, lasst sie wieder angreifen. Und nach jeder ihrer Attacken ist sie eigentlich für einen Gegentreffer wie gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass sie mal wieder in die Luft springt, damit ich euch zeigen kann, wie das mit den Wurfsternen funktioniert. Dazu müsst ihr relativ nah an ihr dran sein, weil das oftmals ihre eigene einzige Chance ist, irgendwie von euch wegzukommen. Verwendet hier sehr stark eure Deckung. Sie verteilt nicht wahnsinnig viel Haltungsschaden aus, also ihr könnt gefahrlos mehrere Blocks von ihr, ja, oder mehrere Schläge von ihr wegblocken, ohne dass euch gleich eure Haltung ins Unermessliche wandert. Block hoch, ihre Vierer-Kombo, zweimal wirft sie und zweimal springt sie. Jetzt Wurfstern, an sie ran und Ichimonji. Jedes Mal, wenn sie in der Luft ist, Wurfstern, und zwar wenn sie springt, dann wird sie getroffen, Ichimonji aufladen, draufschlagen. Das hat jetzt zweimal hintereinander wunderbar funktioniert und so baut ihr enormen Haltungsschaden auf. Ihr müsst natürlich immer mit einbeziehen, dass der Ichimonji eine Weile braucht, bis er läuft, bis er funktioniert, bis er ausgeschlagen ist. Und schon haben wir den Schmetterling bezwungen. Von wegen. Sie hat zwar nur einen Lebensbalken gehabt, aber sie ist ja Illusionskünstlerin. Sie hat uns reingelegt. Es gibt eine zweite Phase. Und hierfür stellt ihr euch hier am besten auf diese paar Steine, vor diese Pfütze und wartet kurz ab. Dann könnt ihr zweimal hier in den Rücken schlagen. Und jetzt kommen die Knallsamen theoretisch zum Einsatz. Denn jetzt holt sie sich Hilfe, wenn sie so schnipst. Und da kommen jetzt hier überall diese Geister. Die könnt ihr jetzt mit dem Einsatz eines Knallsamens in der näheren Umgebung alle kaputt machen. Ihr könnt sie aber auch einzeln bezwingen
und draufschlagen. Mit einem Schlag ist einer von dieser Geister kaputt und ihr bekommt sogar jedes Mal zu 100% ein Geister-Emblem zurück. Wir machen es allerdings noch ein bisschen sicherer. Wir warten, bis sie wieder wegschnippt und bleiben hier hinter dieser Säule in Deckung, denn jetzt werden daraus solche, ja, zielsuchenden Schmetterlinge und die lassen wir einfach gegen den Holzbalken prallen und sind jetzt wieder allein mit ihr. Also, wie kommen wir bei in der zweiten Phase? Ihr müsst deutlich aggressiver sein, als es ihr in der ersten Phase wart. Die Taktik kann dieselbe sein. Setzt sie unter Druck, umkreist sie und lasst einfach nicht so viele Pausen im Kampf gegen sie, wie ihr es in der ersten Phase hattet. Denn dann passiert nämlich vor allen Dingen das, wenn ihr sie in Ruhe lasst, dann holt sie Hilfe, holt ihre Kollegen und wir müssen mal wieder im Kreis laufen und hoffen, dass unsere Heilmittel ausreichen jetzt für die zweite Phase. Einfach im Kreis laufen. Den Boss auch immer im Blick behalten, weil sie natürlich relativ schnell ist. Und wenn sie natürlich wieder auf ihr Seil hochspringt und ihre Kollegen wegschnippt, schnell weglaufen und die Schmetterlinge im Nichts verpuffen lassen und dann wieder weitermachen mit Umkreisen, raufschlagen, Kombos auf sie einprügeln und so ihre Haltung nach und nach aufbauen. Diese unblockbare Attacke erwischt mich immer wieder. Das ist irgendwie ein Gebot bei ihr. Aber zack, erledigt. Und bitte vergesst nie den finalen Todesstoß. Nicht bei diesem Boss und bei keinem anderen auch nicht. Das Internet ist randvoll mit Meme-Videos, wo sich Leute gefreut haben, nach 100 Versuchen den Boss erledigt zu haben. Und dann haben sie die Shinobi-Exekution vergessen. Und der Kampf ging weiter. Also bitte, immer sofort ausführen und die Erinnerung einheimsen. Und die zwar vom Schmetterling. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Die Angriffskraft kann, das wissen wir. Der Phantom-Schmetterling war eine erfahrene Illusionistin. Und nicht nur das, sie war tatsächlich auch die Trainerin und Lehrerin und Meisterin von Uhu, unserem Ziehvater, den wir ja in der letzten Episode kennengelernt haben und der quasi in unseren Armen verstorben ist. Und ja, sie hat ihn trainiert, er hat uns trainiert und so war das hier ein Kampf, fast schon Oma gegen Enkel. Von ihr bekommen wir auch den Sakura-Tropfen, ein hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Jawohl, das ist genau das, wonach sich's anhört. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben des Drachenerbes erneut abgelegt werden. Ja, also wir können mit dem Sakura-Tropfen jetzt noch nichts anfangen. Wir müssen nach wie vor mit unseren beiden Auferstehungen weiterkämpfen. Wir müssen erst Kuro wiederfinden, denn der kann mit den Tropfen durchaus was anfangen. Wir haben den Boss bezwungen, das Hirata-Anwesen ist bezwungen. Wir bekommen 1500 Erfahrungspunkte und bekommen jetzt endlich des Rätsels Lösung um unsere Vergangenheit. Zurück im maroden Tempel haben wir die Erinnerung des Hirata-Anwesens von vor 3 Jahren verlassen. Wir haben erfahren, wir sind getötet worden, hinterrücks, von jemandem, von dem wir nicht wissen, wer es ist, zumindest noch nicht. Und wir haben erfahren, dass Kuro dieses Ereignis genutzt hat, um seine
ja, sein Drachenblut an uns weiterzugeben, um uns diese geniale Macht der Wiederauferstehung zu geben. Und ja, als Dank dafür, dass wir ein so treuer Shinobi sind. Ja, und jetzt hat er sich halt schon wieder entführen lassen. Nun denn, jedenfalls sind wir zurück, haben jetzt endlich dieses Rätsel gelöst, sind ein kleines bisschen klüger und haben eventuell jetzt auch noch ein paar Wörtchen mit dem Bildhauer zu sprechen, weil er ja ein Riesengeheimnis um diese ganze Sache gemacht hat. Und mal sehen, was er denn jetzt zu sagen hat. Omae-san, douyara, furui kiyoku ga mezameta you ja na. Oh, Miko-sama o mita. So kai, shisai wa kikanu shi. 語りもするな。見えたものは己のうちにとどめておくもんじゃ。仏師殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。ええ。何を備えようとも。 Ja, der Bildhauer ist nach wie vor nicht sonderlich gesprächig, was dieses Thema angeht. Allerdings hat er jetzt schon zum zweiten Mal Flammen erwähnt und dass sie Ashina aufzehren oder verzehren, und das ist etwas, was wir uns tatsächlich merken sollten. Wir haben allerdings ja auch noch den unkultivierten Sake, den wir von Juso dem Trinker erhalten haben, und das ist ja die zweite von vier Sake-Sorten, die man entweder dem Bildhauer, Emma oder noch einem dritten unbekannten NPC geben kann, um etwas mehr über seine Hintergründe zu erfahren, und wer weiß, vielleicht sind wir dann ein bisschen klüger. Sake o motte kita. Morau to shiyou.口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。ええ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは 一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。 Schüler. Ma, sinjiru ka sinjinai ka wa omae-san shidai ja ga. Seizei ki o tsuke na. Schüler no kage ni na. Dewa na. Mata. Sa. Unsere beiden Schicksale sind irgendwie scheinbar sehr stark miteinander verwoben. Genichiro hat uns den Arm abgeschlagen. Ishin, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber den wir schon im Intro gesehen haben, hat dem Bildhauer den Arm abgeschlagen. Das hat der Bildhauer dazu ja, als Anlass genommen, uns zu helfen und uns zumindest seine Shinobi-Prothese zu geben, die wir jetzt schon sehr häufig eingesetzt haben. Ja, wie sagt man so schön, the plot thickens. Wir haben jetzt tatsächlich durch auch zwei Level-Ups, durch das Bezwingen des Schmetterlings, viele Fertigkeitenpunkte, die wir uns jetzt gleich mal anschauen können. Aber was ihr auch nicht vergessen solltet, neben einer Shinobi-Exekution bei einem Boss, ist nach dem Boss die Erinnerung einzulösen gegen mehr Angriffskraft. Hier bei jedweder Buddha-Statue ist das möglich. Wir lösen die vom Schmetterling ein und erfahren ein kleines bisschen was von ihr. Der Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als einer seiner Lehrer in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Yo. So, jetzt haben wir Angriffskraft 3. Sehr schön. Und nun ein Blick in unsere Fähigkeiten. 7 Punkte haben wir zu vergeben.
Ich hätte jetzt ganz gern 8, weil dann könnten wir in einem Rutsch ganz schön viele Sachen erledigen. Wobei, es reicht eigentlich auch schon. Wir sollten auf jeden Fall im Blick behalten, dass wir hier diese passive Fertigkeit erlernen, Emmas Medizin, die die Effizienz unserer Kürbisflasche deutlich erhöht. Das heißt, jeder Schluck bringt mehr Vitalität, als es bisher tut. Und wir sollten hier bei den Ashina-Künsten, die wir von Tengu erhalten haben, unbedingt diese beiden Fertigkeiten hier ausbauen. Kosten ja nicht viel, 2 und 1 Punkt. Die beide nach erfolgreichem Parieren den Haltungsschaden für jeden weiteren Angriff deutlich erhöht. Wir sollten das nicht nur deswegen tun und lernen, sondern wenn wir hier beide Fertigkeiten erlernen, schalten wir damit auch den Doppel-Ichimonji frei. Der Ichimonji hat uns jetzt schon beim Kampf gegen den Schmetterling sehr tolle Dienste erwiesen und der Doppel-Ichimonji ist tatsächlich doppelt so gut, denn er macht 2 dieser Überkopfschläge hintereinander und verursacht dadurch eben doppelten Haltungs- und Vitalitätsschaden, sollte der Gegner gerade nicht blocken. Das Gute ist, das Ding dauert in seiner Ausführung zwar doppelt so lange natürlich, aber vom ersten bis zum zweiten Schlag seid ihr geschützt weitgehend von den Angriffen des jeweiligen Gegners. Insofern gibt es eigentlich keine Nachteile im Vergleich zum normalen Ichimonji. Ich zeige euch mal, wie er jetzt aussieht. 1 und gleich hinterher nochmal ein zweiter. In Gegnergruppen natürlich nach wie vor nicht zu empfehlen, weil er jetzt natürlich noch länger ohne Deckung dasteht. Aber im Kampf gegen einen Gegner, insbesondere bei Elite-Minibossen und bei Hauptbossen, ist der Doppel-Ichimonji, und ich sag's nochmal, ich bin echt verwundert, dass From Software den noch nicht genervt hat, geradezu übermächtig, wenn man weiß, ihn an den richtigen Stellen einzusetzen. Da könnt ihr so manchen Boss regelrecht in der Luft zerreißen. Alles klar. Wir sind fertig mit dem Hirata-Anwesen, mit diesem optionalen Gebiet, haben alle 3 Prothesenmodule eingesammelt, den Boss bezwungen und sind jetzt bereit, hinter dem Tor, das Gyobu bewacht hat, weiter in Richtung Ashina-Burg vorzudringen, denn wir haben nach wie vor das Problem, wir müssen unseren kleinen Lord finden. Das machen wir dann in den weiteren Episoden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Episode und sage wie immer, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder zu Sekiro im Allgemeinen, bitte gerne unter die Kommentare. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr freitagabends ab 20 Uhr mal bei Twitch vorbeischaut. Da sind wir immer auf Sendung. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Einsteigerguide von Sekiro Shadows Die Twice. Bye, bye.